Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Vollmond im Löwen. Sehr spannendes Horoskop, ich meine, wie fast jedes Horoskop sehr spannend ist, aber das ist besonders ziemlich sehr spannend. Und zwar zunächst einmal die Spannung zwischen Mond im Löwen und Sonne im Wassermann ist hier die Grundlage dieses Horoskops. Der Mond im Löwen beschreibt sozusagen das große Ego. Ich sag's mal, wir kommen gleich direkt zum Punkt. Das Recht des Stärkeren, große Impulsivität und hier werden sozusagen nur Bewunderer gesucht, es wird Bestätigung gesucht, keine Liebe oder was auch immer, sondern man braucht die Lobhudelei und auf den Punkt gebracht, Mond im Löwen sind die Bedürfnisse der anderen Furz egal. Im Gegentum dazu haben wir die Sonne im Wassermann. Die Sonne im Wassermann ist einerseits rasant, kreativ, originell, neue Ideen, freiheitsliebend, voller Ideale, aber sie ist auch sehr philanthropisch veranlasst. Also das ist die Georgi Boy-Soros-Konstellation, ganz klar der lupenreinste aller Philanthropen auf diesem Planeten, gleich nach dem Schwabinger Franz Klausel. Und hier haben wir die roten Schilder hängen auch beim Schwabinger umher. Und hier haben wir eben, diese starke Spannung. Egoismus, Altruismus. Also hier ist eben ein fester Kampf angesagt und wie gesagt, es reicht noch nicht, weil wir haben hier dann noch diese wunderschöne Quadratur zur MC-IC-Achse. Ich glaube, die ist auf 28, ist sie auf 28 Grad? Fast. Sonne und Mond sind auf 28 Grad und die MC-IC-Achse ist auf 25,5 Grad, also so 2,5 Grad Orbis. Also das ist schon einmal eine starke blockierende Aussage und wie wir wissen, hängen natürlich feste Besetzungen sehr lange im Raum, also ein kräftiges Aroma, welches hier verbreitet wird. Gleichzeitig wird aber hier die Achse 6,12 angesprochen. Das ist grob gesagt die Heilachse und in dem Fall ist es die Ernüchterungs- oder Ausnüchterungsachse, weil es sieht so aus. Hier haben wir das Frostschutzthema, hier haben wir gute, gediegene Geheimdienstarbeit, also das heißt lange, mühsame Vorbereitungs-, jahrzehntelange Arbeit und so weiter. Also das heißt, hier könnte es jetzt sein, dass hier gewisse Dinge ans Tageslicht kommen, dass sie offensichtlich werden. Naja, und Neptun ist ja sozusagen im siebten Haus, Jupiter auch, Neptun im siebten Haus will uns ja etwas zeigen. Wir haben Aszendent Jungfrau und zwar auf 5 Grad, das bedeutet auf Zwillingegraden, geht von 5 Grad bis 7 Grad 30, das heißt eine doppelte merkurische Bedeutung und der Herrscher von 1 befindet sich in 5, ebenfalls wie die Sonne und Saturn, im Wassermann. Das heißt, er ist hier sehr, sehr freiheitsliebend und noch mehr wahrheitsliebend und im 5. Haus ist er natürlich auch sehr kreativ, sehr gestalterisch. Gleichzeitig, um die Freude ein bisschen zu dämpfen, haben wir den Herrscher des 5. Hauses, Spitze 5 im Steinbock, als Saturn im 6. Haus stark geschwächt. Und dann noch an einer, in dem Fall sogar an zwei Halbsummen beteiligt, nämlich Venus, Saturn und im Fokuspunkt Merkur und Mars, Saturn im Fokuspunkt Merkur, also auch das ist natürlich eine starke, wenn auch ernüchternde Aussage und das betrifft das gesamte Land. Also das heißt, Merkur ist über diese Halbsumme jetzt natürlich noch wichtiger, als er ohnehin schon ist, weil wir ihn als Geburtsregenten haben, aber auch als Herrscher des zweiten Hauses. Also das Finanzsystem hängt hier ebenfalls, glaube ich, in der, wie sagt man, Bredouille oder in der Geigen oder wie man sagt, die Rue de la Cac. Deswegen ist es so wichtig, dass à la carte, das Christkind à la carte
die Leidens, das kommt vom Leid, ja. Das sind die Leidenszinsen, noch nicht, ja. Also bitte noch etwas Geduld haben. Ja, aber da brauchen wir nicht mehr allzu viel Geduld. Es tut sich hier jetzt doch Beträchtliches, Beachtliches. Aber wichtiger ist unsere Vollmondskonstellation. Wer ist der Mond? Wer ist die Sonne? Naja, wir sehen Mond. Ich hab noch nicht Herrscher gesagt. Gerade ist mir eingefallen. Gell? Mondherrscherin, jetzt habe ich es richtig erraten, Mondherrscherin des 11. Hauses und in 12. Und Sonne, Herrscher des 12. Hauses in 6. Also das sind schon starke Aussagen, die wir herauslesen können. Schauen wir mal, ob wir sie erraten. Naja, der Mond steht für verbündete Staaten, für Alliierte, aber auch für Gruppen, können auch Parteien sein. Ja? Ich würde sagen, wenn wir hier Parteien oder sozusagen alle Vereinigungen, die da sehr eifrig beteiligt waren, wenn wir die einmal hier ins 12. Haus hineinschieben, dann nehmen die sich vielleicht sehr, sehr wichtig, weil Mond im Löwen ist ja sozusagen jemand, der im Mittelpunkt stehen möchte, der sozusagen auch seine Großartigkeit unter Beweis stellen möchte. Und hier im 12. Haus auf Fischegraden, weil wir haben hier 27 Grad 59, eindeutig Fischegrade von 27, 30 bis 30 Grad. Das heißt, hier verblasst der Glanz, hier sozusagen funktioniert das nicht mehr so richtig über die doppelte Fischebesetzung. Und hier haben wir den Herrscher des 12. Hauses, auch beeindruckend, also Herrscher von 12 in 6 würde bedeuten, dass, also grundsätzlich würde es bedeuten, so Unklarheiten im Arbeitsprozess oder zum Beispiel Arbeiten im Zusammenhang mit Flüssigkeiten, weil das 12. Haus steht ja für Flüssigkeiten. Ich glaube, das ist ja der Blue Curaçao, oder wie der heißt, oder Blue Curaçao, glaube ich, oder Frostschutz, oder keine Ahnung, was da drin ist, muss mal kosten wieder, was habe ich da eigentlich drin, ich weiß es nicht mehr, ja, aber auf jeden Fall hängt das hier mit Flüssigkeiten und dem Arbeitsbereich zusammen, aber ich würde eher sagen, den Flüssigkeiten und den Krankheitsbereich, und dann kommen wir der Spur noch näher, den Lügen und dem Krankheitsbereich, und jetzt wird es natürlich spannend, dass wir hier ein sehr starkes Spannungsfeld haben zwischen den einzelnen Vereinigungen, Parteien, Alliierten, Staaten und so weiter, Familienstaaten, und dass wir hier gleichzeitig hier eine Lügenthematik, also the elephant in the room, sehr groß im Bereich des Krankheitsunwesens haben. Und das ist nicht unwesentlich, ja? Das ist nicht unwesentlich, weil wir haben in diesem Horoskop auch über die starke Stellung Merkurs im 5. Haus, 4 Planeten im 5. Haus, starke Erkenntnisse, die jetzt hochkommen. Merkur ist eben auch in diese Uranus-Halbsumme mit Neptun involviert. Ja? Auch eine ganz starke Halbsumme, wo eben jetzt über Uranus das gigantische Wissen, ja, immer bedenken. Merkur im Wassermann in seiner Erhöhung, im 5. Haus hochaktiv und über die Halbsumme noch mit Uranus verbunden. Und hier haben wir aus dem 9. Haus das höhere Wissen, das heißt das höhere Wissen über Neptun, ja, das höhere Wissen, wer ist denn der Neptun? Neptun ist der Herrscher des 8. Hauses und des 7. Hauses. Man möchte sagen, Verträge, Untergang, Niedergang, man könnte das mit einem Buchtitel von James Buck vergleichen, der geplante Tod, ja, ich glaube, ist eine gute Subsumierung, weil das 7. Haus ja für Verträge steht. Und dass hier grandiose Einsichten, 9. Haus, über den geplanten Tod, ja, ins ganze Land kommen. Und auch die Verstrickung des Finanzsystems in diese ganze Machenschaft. Herrlich, wie das da drinnen steht. Also ich finde es immer wieder angenehm, das so leicht herauszulesen. Ich muss nur aufpassen, ein bisschen was muss ich mir für den dritten Teil auch übrig lassen, weil sonst habe ich da nichts mehr. Sonst bleibt mir da gar nichts mehr übrig. Also ich muss das auch sehr ökonomisch betrachten. Nein, Scherz beiseite, es fällt auf jeden Fall auf, ja, dass hier jetzt große Lügnerei irgendwie
ans Tageslicht kommt, besonders wegen dieser starken, also meines Erachtens, wegen dieser starken Neptunstellung, Merkur, ich glaube, das ist da, wir haben es doch da rauchen, das ist der Merkur, wegen dieser starken Merkurstellung, und ich wollte sagen, Neptun taucht ja auch in der Öffentlichkeit auf. Ja? Neptun ist jetzt hier präsent und zeigt uns, was hier angerichtet wurde. Ja, es ist quasi angerichtet. Und ich würde sagen, richten wir gleich den dritten Teil an, weiter zu selbigen. Ende.